Da wäre am liebsten raus. Oh, hier ist irgendwas. Oh, 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 wow, 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 oh, wow. Was lernen wir daraus, Freunde? Immer nach vorne schauen, ne? Immer. Hey, spinnst du? Oh Gott, stehe ich immer so? Ja, ich bin der ranghöchste Officer hier. Hallo, guck mal, gucken Sie mal, da bin ich selber, ha? Ja, willkommen und wir sind wieder am Start. Herzlich willkommen bei den deutschen VR-Gamern, Freunde. Und wieder L.A. Noir, wieder hier voll am Stisseln. Und es geht weiter. Wir werden ja, wie schon gesagt, in der letzten Folge am Ende zur Autowerkstatt fahren. Da nochmal ein bisschen horchen, was da abgeht. Gucken, ob wir nochmal Beweise finden. Und dann geht's ab zur Polizeistation. Da läuft dann wieder ein Verhör ab. Mal gucken, was wir noch rausfinden können und ob wir auch überhaupt das hier alles aufklären können. Denn für euch ist es halt immer ein bisschen beim Zuschauer ein bisschen einfacher zu sagen, ey, das und das machen lieber oder das. Aber wenn man selbst drin ist und selber handeln muss, dann hat man so viel im Kopf und überlegt, was bei einer Befragung. Hab ich Beweise? Kann ich was gegen ihn sagen? Bin ich böser Cop? Bin ich guter Cop? Dies und das. Lügt er nicht? Ja, aber gut. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Jo, jetzt geht's ab zur Autowerkstatt. Dun, dun, dun. Jo, wir gehen zur Autowerkstatt. Yes, man. Oh, wir müssen hier rum. Ah! Nice. Dum, 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 dum. Genau mein Geschmack. Achtung, Kollege! Oh, Alter, Adrenalinrausch hier. Kollege? Der wäre am liebsten raus. Oh, hier ist irgendwas. Oh, 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 oh. I wouldn't feel safe in a tank with you driving. Ja, glaube ich dir. Oh! Scheiße! Scheiße! Oh nein! Achtung! Ja, ich hab's gleich! Scheiße! Try making it to the next intersection without killing anyone. Jo, jo, alles gut. Das sieht hier irgendwas, meine Controller vibrieren die ganze Zeit. Okay, jetzt wieder weg. Ja, das war ein Schocker. Wahrzeichen. Oh. Kollege, ich habe nicht draus gelernt. Festhalten. Okay. Nice. War doch gut. Ups. Hey. Hupt der da einfach. Weisch. Ja, ja. Alter, einfach über den Hügel gebrettert. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four-door and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. Nein. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. We keep all our tools in here. Okay. Ah ja. Ah ja. Und er geht einfach. Okay, wir suchen wieder ein bisschen hier rum. Er haut einfach ab. Egal, wir gucken uns jetzt mal hier um. Was haben wir hier? Wake up, Cole.
Ja, nerv mich doch nicht. Aha. So. Ja. Ach, warte mal, hier fehlt da was, oder? Gabriel? Milton? Todd? Ich müsste noch mal wissen. Achso, warte, ich guck gleich. Wir können bestimmt rauslesen, was das für einer war. So, gucken wir mal. Schraubenschlüssel. Brennerboss, Schraubenschlüssel. Jacobs Hinterhof. Was war das? Hier war gerade ein Blitz. 3/4 Zoll Schlüssel. 3/4. Und das ist halt das, was ich auch meine, was auch geil ist. So selbst zu gucken, ja. Und zu untersuchen. 3/4. Der da. Was ist das hier für einer? Der ist halt zu groß dafür. Oh! Muss man den richtig anordnen oder wie? Den einen konnte ich doch ranstecken. Ah ja, siehst du? Guck mal an. Jetzt können wir den nämlich mal so der Reihenfolge nach. Gelb. Ist der kleinere. Und den können wir bestimmt herausgucken, bei wem das fehlt. Ah ja. Ja, bei ihm sind ja auch alle drin. Das wird bei ihm sein. One left. Noch einer. Aber der passt hier nicht. Das hier ist ein anderer. Hier ist nichts rot drauf. Hier auch nicht. Also es ist der Gabriel. Delgado. Anscheinend. Die anderen sind alle jetzt voll. Ach nee, da unten, da. Gabriel Delgado is missing a three quarter. Der fehlt und der ist am Tatort. Ich würde mal sagen, ganz böse für dich, Freundchen. Du steckst ein bisschen in der Klemme. Pong, pong. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist genau der da gerade arbeitet. Oh, guck mal. Versteckte Marken. Ja, wir haben noch mehr da gleich. Schön sauber. Oh, schön sauber. So, Nummernschild. California. Hier ist noch einer. Schraubenschlüssel hat ja dann auch sowas Rotes drum. Alter. Was habe ich jetzt für eine Trophäe? Ich weiß es nicht. Bong. Hey, Cole, let's get moving. Ja, mache ich doch gerade. Okay. Hä, das war's oder was? Ich dachte, jetzt kommt hier noch mehr. Aber wir müssen ja auch ans Telefon und mal da, If you don't mind, we have a few questions. So.
Beweise. Der ist gestohlen. Notizbuch von William. Gestohlener Schraubenschlüssel. Fehlendes Rad, rechtes Vorderrad bei verlassenem Fahrzeug entfernt. Scheiße, haben wir vielleicht irgendwo hier hätten wir vielleicht ein Rad finden können? Warte mal. Hey, don't be too hasty. Can I interest you in a new Packard detective? Vielleicht können wir uns noch mehr umschauen. Warte mal, vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Rad oder sowas noch. Da ist eine Felge. Na, da ist auch eine Felge. Hier sind viele Felgen. Nee. What are we waiting for? Man will ja alles erwischen. Hier ist auch nichts. Ich dachte auch, wir können mit dem hier vielleicht reden. Und das da blinkt auch ganz toll auf. Wake up, Cole. Ne, scheiße. Warte mal, da oben, bitte? Nee. Mist, hätte das sein können, das hier irgendwo? Egal, komm. Shit. Gut, okay. So. What the fuck? So, Valdez. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Huh. Der Schraubenschlüssel. Aber er guckt eigentlich so, als wenn er es wirklich so ernst meint und so. Ich glaube jetzt auch nicht, dass er vielleicht was damit zu tun hat. Aber einfach als Test machen wir mal das hier. Stop lying to me, Dewey. The thieves work for you. You can't prove that. Go ahead and try. Na, eigentlich der Schraubenschlüssel. Like I made a mistake. Schraubenschlüssel bei Autodiebstahl benutzt. Ja, ist doch so. Da steht ja nur Schraubenschlüssel bei Autodiebstahl benutzt. Hier, gestohlener Schraubenschlüssel. Like I said, my tools get stolen on a regular basis. You don't want to believe me? I'm not gonna say anymore. Alter, ja, aber hätte doch sein können, Beweis. Ja, wurde aber geklaut bei ihnen. Packards are great cars. But this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez.
The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. And I know a shyster when I see one. You and Valdez are in this together. Me and Valdez? I hardly know him. Valdez wouldn't wipe his shoes with me. Valdez Notizbuch. Sorry, my mistake. Oh, sorry, mein, wir sind voll geiler Cop. Ah, nee, das ist ja William. Das ist William Dubey. Nee, dann war's richtig. Alter, der kann... Ah, nee, jetzt guckt er komisch. Jetzt erst. Ja, muss ja auch nichts bedeuten, weil er ein Notizbuch über ihn hat. We found your contact details in Valdez's notebook. He had to be calling you for something, Dewey. Okay. So I met Valdez in a bar. Warum lügst du? He bought the car through the embassy. I cut him some change on the side. It happens all the time. Da lügt mich doch nicht an. Genau wegen sowas passiert denn sowas, dass ich denn hier denke, du lügst und dann hast du vielleicht die Wahrheit da gesagt oder so und denke, ich habe einen Beweis. Delgados Verbleib. Wissen Sie irgendwas darüber? Where can we find Delgado? I don't know. Sure as hell isn't here. Oh, tolle Antwort. Keine Ahnung. Hier ist er auf jeden Fall nicht. You're lying. You got him holed up somewhere. I'm having nothing to do with that kid. You can't prove any different. Gut, da können wir jetzt wirklich, da haben wir jetzt wirklich keinen Beweis oder so für. Nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? Ich mach nur meinen Job. Address, Dewey, or my partner shoves your head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car salesman. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Alter, Leute, wir haben es doch noch rumgekriegt. Ich dachte jetzt bei der ersten Befragung, bei der ersten Frage, wo wir es jetzt voll verkackt haben, weil ich ausgewählt habe, beschuldigen und den falschen Beweis genommen habe. Da dachte ich, scheiße, jetzt verkacken wir das hier komplett. Aber wir haben es noch so fett rumgerissen mit unseren Verhörkünsten. Bam, haben wir ihn nochmal Druck gemacht. Die Sau. Sind wir das? Kollege, sind wir das? Zentralrevier. Ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal der Geschichte weiter hier auf den Grund. Delgados Wohnsitz. Seine letzte Adresse. Warte, ich will mal gucken. Ich glaube, das sind wir, wa? Ja? Car 11 King responding. Go ahead, KGPL. Car 11 King, go to Central Station. Person of interest is ready for interview. Ah, na gut, komm. Die sind ja unsere Chefs sozusagen. Na gut, denn erstmal zum Verhör. Ist ja auch von der argentinischen Botschaft. Dann gehen wir jetzt doch zum Revier. Okay, Kollege. Ah.
Wir sollen kommen. Lassen Sie sich nicht stören da. Ja. Ui. Oh, oh. Hat keiner gesehen. Oh, oh, oh. Take it easy, Phelps. I'd rather get there in one piece. Ja. Alles gut. Dip, 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 dim, dim. Achtung, Kollege, wieder mal festhalten, ne? Scheiße, ich krieg's irgendwie gerade nicht mehr hin. Tut mir leid. Try making it to the next intersection without killing anyone. You do that for me? Ja. Drive safe, genau, das tun wir auch. Hat der uns wieder gerufen? Wow! Oh! Wow! Was lernen wir daraus, Freunde? Immer nach vorne schauen, ne? Immer. Hey, spinnst du? Immer nach vorne schauen. Ja, beim Autofahren. Hey! Okay. Achtung! Festhalten! Wir sind da. Was für eine Fahrt, Alter. Nee, okay, wenn uns schon ein Zentralrevier dauernd ruft, ja, wir sollen kommen zum Verhör, dann machen wir das schon. Do we have a Juan Francisco Valdez in for questioning? Sure do, Phelps. Your bird's an interview too. And get this, he's wearing gloves and doing his best not to touch anything. Can you beat that? Sounds like we don't want to keep this guy waiting. It's this way. Yeah, I'm thinking of... Okay. About time. Are you the senior officer I requested? Ja, anscheinend. Oh Gott, stehe ich immer so? Ja, ich bin der ranghöchste Officer hier. Hallo, gucken Sie mal, da bin ich selber, ha? I'm Detective Phelps and this is Detective Bukowski. Have you any idea how long I've been waiting to speak with you? I am needed back at the consulate and you keep me here like a common criminal. All right, friend. Let's take a deep breath and start all over again. Mr. Valdez. Consul General. I insist on my full title. Okay. Dann fangen wir mal an. Gut. Where did you purchase the car? My secretary and driver arranged the purchase. A disreputable place, a Dewey Brothers by name. As soon as I can have it arranged, I will have my Hispano-Suiza brought up from Buenos Aires. Er guckt jetzt so komisch. Aber das hat doch gestimmt, oder? Das hat uns doch der andere Chibi doch gesagt. Scheiße. Dewey Brothers. You think someone from the garage could have been involved in the theft? It would not surprise me in the least. Okay, scheiße, ich glaube, das war falsch. Egal, noch nichts verloren. Consul General, we have located your car. Can you tell us how it was stolen? It must have been stolen from the consul garage. Terribly inconvenient, of course. I want the perpetrator soundly flawed. Unfortunately, we don't do that here, your worship. I think you know who stole the car and why they stole it, Valdez. How dare you? If I was a younger man, I would demand satisfaction. And what evidence do you have that links me to the thief? Guck mal, wie er wegguckt. Wir könnten Beweis normalerweise haben. Mann. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier was nehmen können. For now. Shit.
You have a pretty good idea who stole the car, don't you, Consul General? Are you going to tell me, or do I shake it out of you? There's no call for violence. I suspect a disgruntled boy from the car dealership. Ah, Zita? You have a name for this kid? Gabriel, like the Archangel. I have no surname. Na, und wen haben wir auch rausgefiltert von der Werkstatt? Freunde, es wird alles ein bisschen enger, ne? Mit diesem Gabriel. Den haben wir schon von der Werkstatt aus herausgefunden. Sehr nice. So tell us about this kid Gabriel. You had a run-in with him? Mechanico. A presumptuous young man who did not know his place. He presumed to ask me questions. We do a lot of presuming here in the United States, Consul General. It comes with the turf. Man muss manchmal echt über beobachten, wie er guckt. Ich mache wieder mal immer am liebsten als Test immer erstmal beschuldigen. Man kann ja wieder zurück, ein Glück. You fuck young boys, Valdez. Are you a madman? This will cause an international incident. Denken Sie was? Hey, ich weiß nicht, ob wir da eine Verbindung haben. You don't ask, you never find out. Eine Verbindung mit dem Typen, kann ich gar nicht sagen. Da gibt's eigentlich keine Verbindung von unseren Beweisen her. Ich würde normalerweise sagen, jetzt guter Cop, als wenn er die Wahrheit gesagt hat. Aber irgendwie, weil er ein Arschloch ist, einfach trotzdem böser Cop machen. Eigentlich. Und jetzt kommt's darauf an. Verbindung zu Gabriel. Aber wir haben hier keine Beweise mit einer Verbindung zu diesem Gabriel. Außer wir hätten schon ihn befragt oder sowas. You're off the hook. For now. Komm. Scheiße. So a consul general gets in a public row with a junior car mechanic. You expect me to believe that that's all that happened? I expect you to draw your own conclusions and to discontinue this aggressive behavior. I'll be talking to the gangster squad about you, Valdez. They're gonna love your diary. I've been in this job 20 years. Finished with Valdez. Thank God. I'll get rid of him in a couple of hours. Let's nail this kid Delgado and wrap this thing up. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his excuse is. Ganz genau, das werden wir. Ja, Freunde, da würde ich auch sagen, die Folge, die hatte es so insofern leicht in sich, dass wir schon wieder ein bisschen mehr herausgefunden haben. Und ja, da ist jetzt natürlich jetzt am Ende wieder ein bisschen leicht schief gelaufen. Wir haben trotzdem was herausgefunden. Vielleicht hätte man doch jetzt da auch guter Cop sein. Wir hätten da nett sein müssen diesmal am Ende. Aber egal, bringt uns ja eh nichts. Wir hätten eh nicht mehr herausgefunden, denke ich mal. Also, gut, dann werden wir mit diesem Gabriel sprechen und der ist bisher eigentlich unser Hauptverdächtiger, komplett, komplett. Ist jetzt zwar kein Mord, sondern nur Autodiebstahl, aber ja gut. Hauptsache wir haben einen Fall, ne, würde ich mal sagen. Ja gut, dann haut rein, Freunde, macht's gut und bis zum nächsten Mal und ciao.